Hi, wenn du die weltbesten Chicken Drumsticks machen möchtest, habe ich heute das passende Rezept dafür. Ganz einfach, ganz schnell. Bleib dran, nach meinem Intro geht's los. Um die besten Chicken Drumsticks zu machen, brauchst du natürlich Hähnchenkeulen. So, hier habe ich eine ganze Schüssel schon vor mir stehen. Dann brauchst du natürlich auch noch einen Rub des Vertrauens. Ich habe den Pork and Poultry Rub von Traeger hier vor mir stehen. Ich liebe ihn auf Chicken. Er ist einfach richtig lecker. Wenn du natürlich einen anderen Rub benutzen möchtest, ist dir das freigestellt. So, dann brauchst du zum Glazen auch noch eine Barbecue-Soße. Da nehme ich die Sweet and Heat von Traeger. Das ist eine süße und scharfe, mein Gott, wer hätte es gedacht bei dem Namen, Barbecue-Soße. Ich finde eine geile Kombi, gerade bei Chicken, genau richtig. Und damit der Rub richtig hält, brauchen wir auch noch Apfelsaft. Und zwar in dieser super Spritzpistole. Das ist jetzt keine normale Spritzpistole. Das ist der Foodmaster. Und das Ding heißt wirklich so. F12 von Gloria. Und ist natürlich extra für Lebensmittel geeignet. Also da solltet ihr drauf achten, wenn ihr eine Spritzpistole benutzt, dann bitte auch eine, die für Lebensmittel geeignet ist. Was brauche ich sonst noch? Eine kleine Geheimzutat, die heißt Butter. Die kommt später zum Futter. Mein Gott, ich reim schon wieder. Ich würde sagen, ihr kommt mal näher ran und wir fangen an. Aber die wichtigste Zutat, die habe ich schon wieder vergessen. Da, so geht das nicht. Da muss was rein. So ist besser. Prost! Zum Grillen gehört das einfach dazu. So, der erste Step ist, wir müssen diese kleinen Hähnchenkeulen zum Stehen bringen. Ich habe das gar nicht gesehen. Noch einmal. Die fallen um. Da gibt es einen Trick, dass die stehen bleiben. Viele, die Chicken Drumsticks machen, benutzen so einen komischen Halter, wo man die reinhängen kann. Die braucht ihr gar nicht. Das ist Geldverschwendung. Ich zeige euch, wie man so einen Drumstick einfach auf den Grill hinstellen kann. Dazu braucht ihr erstmal ein kleines scharfes Messer. Bei uns in Westfalen sagen wir dazu Hümmelken. Ich weiß nicht, wie ihr dazu sagt, aber ich kenne das nur unter Hümmelken. Und jetzt schneiden wir einmal über den Knorpel von der Hähnchenkeule drumherum. Ziehen noch mal so ein bisschen die Sehnen raus. So, und jetzt können wir, wenn wir alles abgeschnitten haben, mit einem großen Messer einmal den Knorpel abschneiden, in eine Schüssel geben. Und jetzt kommt etwas, was ich eigentlich nie in Internetvideos zeigen wollte. Die Pelle muss noch runtergedrückt werden. So, Jungs, ich sage jetzt gar nichts mehr. So, einmal runterziehen, sodass der Knochen frei bleibt. Stehen tut es aber immer noch nicht. 1A, jetzt nehmt ihr euch nochmal euer scharfes Messer, schneidet nochmal so ein bisschen unten von dem Knochen ab und schon steht der Drumstick 1A. So, was machen wir mit den Resten von den Drumsticks? Ganz einfach, die könnt ihr einvakuumieren, einfrieren. Wenn ihr genug davon habt, macht ihr einfach eine Hühnerbrühe davon. Fertig, aus die Maus. Resteverwertung par excellence. Und jetzt muss ich das hier mit den anderen auch noch machen. Die Drumsticks sind vorbereitet und so sehen sie aus, wenn sie ordentlich abgeschnitten sind. Und so sehen die ersten Versuche aus. Also da sieht man schon einen deutlichen Anstieg der Qualität auf einmal, ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. So, was habe ich noch gemacht? Die ganzen Sehnen, die gucken hier so ein bisschen hässlich raus. Die habe ich noch versucht mit dem Messer und einem Küchenkrepp abzuschneiden, damit es nicht so hässlich da drum rumhängt, weil das Auge ist ja bekanntlich mit. Und jetzt kommt das Spritzen mit Apfelsaft. So, warum nehme ich Apfelsaft? Ganz einfach, weil A,
schmeckt es gut, B, gibt es noch dem Ganzen eine gewisse Süße. Und jetzt kommt auch schon, da seht ihr ihn, den Pork and Poultry Rub von Traeger. Und damit rubben wir jetzt erstmal ordentlich unsere Hähnchenböllekes ein. So, den Grill, den könnt ihr jetzt auch schon vorheizen auf 80 Grad. Wenn ihr einen Traeger Grill benutzt, dann dürft ihr auch gleich gerne schon den Super Smoke anmachen, wenn ihr die Hähnchen draufstellt. Wenn ihr einen anderen Grill benutzt, der vielleicht auch diese Funktion hat, solltet ihr das auch machen. So, für alle anderen auf dem Gasgrill, legt einfach einen Holzscheit mehr rein in eure Smokerbox. Und für die Kollegen, die einen Holzkohlegrill benutzen, da dürft ihr natürlich auch gerne noch einen Holzscheit mehr in euren Grill legen, damit ihr mehr Raucharoma bekommt. Ich habe im Übrigen Kirschpellets jetzt in meinem Traeger drin, weil einfach dieses süße Holz wunderbar zu Geflügel passt. Ach Mensch, ja, wie poetisch ich doch heute bin. Die Drumsticks sind fertig gerubbt. Einige machen da jetzt auch noch Alufolie drum, damit der Knochen nicht verbrennt. In Amerika sehr gerne genommen. Hier in Europa, den Shitstorm möchte ich nicht haben. So, wir gehen jetzt zum Grill. Der hat seine 80 Grad erreicht und da stellen wir jetzt die Sticks auf. Und schon sind wir am Grill. Der Super Smoke ist eingestellt. Und jetzt seht ihr, wie schön ich die Drumsticks auf dem Grillrost positionieren kann, ohne dass sie mir umfallen. Gut, das war jetzt. Ja, ist doch typisch, ne? Da willst du was vorführen und dann klappt es nicht. So, da stehen die kleinen Lümmelchen. Für 30 Minuten im Super Smoke. Ich sag mal, bis gleich. Hier ist eine Auflaufform. Da ist ein halbes Stück Butter drin. Das schiebe ich jetzt schon mal einfach auf den Grill, damit die Butter schmilzt. Was damit geschieht, seht ihr gleich. Das Smoken ist vorbei. So sehen sie jetzt schon aus. Ich packe sie mir hier erstmal auf einen Teller, weil den Grill, die Temperatur habe ich jetzt auf 180 Grad erhöht. Die Butter muss noch etwas schmilzen. Die ist noch gut hart, so möchte ich es mal benennen. So, die packe ich mir jetzt hier unten rein. Mache den Deckel wieder zu, warte bis der Grill auf 180 Grad ist und der Rauch hier verflogen ist. Super Smoke ist natürlich jetzt aus bei 180 Grad und sobald wir die Temperatur erreicht haben, kommen die Hähnchen auch wieder auf den Grill. Die Butter ist geschmolzen, ran an die Bollen. Zieht euch auf jeden Fall einen ordentlichen Handschuh an, wenn ihr die Bollen wieder hier in diese Form reinstellt. Kippt die so ein bisschen und dann kommt die Butter da drüber. Also braucht ihr auch noch einen Löffel, richtig, genau. So, das macht ihr mit den ganzen Bollen. Wenn ihr fertig seid, schließt ihr den Deckel vom Grill und gebt der ganzen Geschichte 40 Minuten und dann wird endlich geglazed. Das hier ist nur für die Show. Ihr könnt natürlich auch einen Pinsel nehmen und die Drumsticks einfach nur einpinseln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so geht es viel einfacher. Ja? Also könnt ihr selber entscheiden, was ihr machen möchtet. Was ihr allerdings machen müsst, damit die jetzt gleich auch noch ein bisschen angeknuspert werden, den Grill auf 230 Grad stellen und nach dem Glazen einfach die Drumsticks nochmal für 10 bis 15 Minuten
je nachdem, wie knusprig ihr sie haben möchtet, auf den Grill stellen. Dabei bitte ein Auge drauf werfen, nicht dass sie euch verbrennen. Hier sind sie, fertig geglazed. Der Grill hat seine Temperatur erreicht. Jetzt kommen sie nochmal für 10 bis 15 Minuten auf den Grill. Und ich hoffe, dass sie danach richtig lecker sind. Hier stehen sie vor mir, meine Chicken Drumsticks. Und bevor ich es probiere, noch einmal ganz kurz die Fakten. 30 Minuten bei 80 Grad smoken im Super Smoke. Oder wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann einfach einen Holzscheit mehr in euren Grill reinlegen, in eure Smokerbox reinlegen, damit einfach die Drumsticks ein bisschen intensiveres Raucharoma annehmen. Dann habe ich es für 45 Minuten bei 180 Grad in einer Konsistform gehabt, mit Butter einmal übergossen und dann ruhen lassen. Dann nochmal für 230 Grad für 10 Minuten, 15 Minuten ungefähr nach dem Glazen direkt auf Grillrost gelegt. Und was soll ich jetzt sagen? Die Köstlichkeiten liegen vor mir. Ich bin fertig. Ich möchte jetzt probieren. Ich glaube, ihr auch. Ich glaube, ich brauche jetzt keine Großaufnahme machen. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie die Leckereien auf dem Grill stehen. Anders sehen sie jetzt auch nicht aus. Riechen allerdings richtig saftig. Und jetzt... Ich weiß nicht, was meine Familie gleich essen möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich die teile. Keine Ahnung. Super lecker. Ich weiß, mit Vollmond redet man nicht. Leute, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr wollt, dass euer Besuch, eure Grillparty ein Erfolg wird. Wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es bleiben oder macht es einfach nur für euch. Ist mir auch egal. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Pipi machen war ich gerade. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen. Und wer ein Träumchen? Kommentare bitte in die Kommentarbox. Und falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, du weißt Bescheid. Abonniere diesen Kanal. Ich gebe dir weiterhin dann tolle Tipps. Und wenn du Geflügelliebhaber bist, dann solltest du jetzt diese Playlist anklicken. Da sind ganz viele Geflügelrezepte drin versteckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Träumchen.